Ich bin Christina und komme aus dem wunderschönen Hessen, aus Bad Sulzbach-Salmünster. Und ich bin Mama von zwei wundervollen Mädchen und habe tatsächlich schon eine Enkeltochter. Die nächste ist im Anmarsch. Und ich bin verheiratet und lebe mit meiner Familie und mit meinen Tieren dort, wo ich im Grunde genommen schon immer gelebt habe. Also ich bin nicht groß weit gekommen bisher, außer ja, die Reisen. Young Living, die haben mich jetzt hier in die Welt gebracht. Mein erster Kontakt war tatsächlich schon 2015. Und zwar habe ich nur so ein Heftchen im Grunde genommen in meinen Händen gehalten. Und da ist irgendwie Magie passiert. Ich kann das nicht beschreiben. Ich hatte dieses Heft in meinen Händen und ich dachte irgendwie, ich lese und dachte, ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber das muss was Besonderes sein. Und dieses Gefühl, was da in mir entstanden ist, dieser Sog, dieses Unbekannte kennenzulernen, das hat mich so massiv gezogen, dass ich sofort die Telefonnummer angerufen habe, die hinten drauf stand. Was sowas habe ich auch noch nie gemacht im Grunde genommen und habe damals meine Elisabeth angerufen und Elisabeth hat mir die Öle vorgestellt und ich habe mich sofort mit dem ersten Tropfen verliebt und wusste, genau das Puzzlestein hat mir gefehlt in meinem Leben, um für mich weiterzukommen. Es ging darum, etwas für mich zu finden, was mir gut tut, was mich unterstützt, mich auf meinen Weg zu bringen, mich auf meinem Weg zu unterstützen. Ja. Jede Menge haben die in meinem Leben verändert. Im Grunde genommen habe ich tatsächlich die Öle 6 Monate aktiv nur für mich angewendet und ich habe schon immer gespürt, dass das Leben für mich noch mehr bereithält als das, was ich im Grunde genommen gelernt habe. In der klassischen Ausbildung, ich war treu und brav, als Arzthelferin 27 Jahre lang tätig. Und tief in mir war schon immer der Sog nach, es darf ganzheitlich geheilt werden. Der Mensch besteht mehr aus als nur Laboruntersuchungen, Diagnostik und Untersuchungen. Körper, Geist und Seele, es darf mehr angeschaut werden. Und durch jeden Tropfen, den ich verwendet habe, habe ich es mehr gespürt, das einfach zu integrieren für mich erstmal und dann zu teilen. Und das Erste, was bei mir leer war in meinem Starter-Set, waren tatsächlich die kleinen Nachfüllfläschchen, die Abfüllfläschchen. Und ich habe jedem einen Tropfen Öl abgefüllt. Ich habe gesagt, ich weiß noch nicht, was es ist, aber es ist wundervoll und probiere es einfach mal aus. Und so habe ich Samen gestreut, wo ich es noch gar nicht wusste, was jetzt hier gerade für eine magische Reise geschieht. Ja, 2015 tatsächlich. Da fing die ganze Reise an und seitdem bin ich auch tatsächlich regelmäßig jeden Monat dabei. Ich bestelle meine Öle. Ich integriere sie im Haushalt für die Kinder, für Hund, für Katze, für Pferd. Ja, also es gibt so viele Baustellen im Leben und ja, seit 2015 bin ich aktiv für mich und für meine Menschen, die mit mir den Weg gehen am Ölen. Das ist schwer in Worte zu fassen, denn es ist hier im Herzen verankert und ja, diese Magie, die hier in unserem Team passiert, das ist fast wirklich in Worte nicht zu packen, weil es ist einfach wundervoll. Es ist ankommen, es ist wie nach Hause kommen. Das ist, ich meine, ich habe Familie, ich habe Herkunftsfamilie, ich habe eine aktuelle Familie und dennoch ist das auch wie Familie. Das ist so, egal wie du bist, egal wie du aussiehst, wie was vorher war, wir gehören irgendwie alle zusammen. Denn mit jedem Tropfen, den wir verwenden, sind wir verbunden. Und das ist spürbar. Und ob du das glaubst jetzt oder nicht, wenn du das jetzt hörst, dann sage ich nur, probier es selbst aus. Ja. Für das authentisch sein. Ja. Weil wir werden alle mit einem heilen Wesenskern geboren. Und wir haben alle einen Seelenauftrag. Und natürlich durch die Ankunft hier auf Mutter Erde, durch die Erziehung, durch die Schule, durch die ganze Entwicklung werden wir teilweise sehr, sehr, sehr weit weggebracht von unserem heilen Wesenskern.
Und mir ist es tatsächlich wichtig, dass wir wieder in dieses Fühlen kommen, dass wir wieder ja, lernen, das zuzulassen. Für manche ist das ja extrem weit entfernt und auch das ist okay. Denn ich weiß, mit jedem Tröpfchen, den du verwendest, wird sich etwas verändern. Vielleicht nicht direkt die große Veränderung, dennoch Stück für Stück, wie so eine Zwiebelschale. Wir haben uns im Laufe des Lebens viele Häute angelegt und so ganz tief innen drin ist so eine wundervolle Perle. Und das ist so etwas, wo ich sage, ich bin bereit und ich möchte Menschen an die Hand nehmen, die auch wiederum bereit sind, sagen, hier irgendwie spüre ich, hier läuft was falsch oder ich weiß, ich fühle anders. Ich nehme an, das war und aber irgendwie verlangt die Umwelt und das Umfeld was ganz anderes von mir. Und so war es bei mir ja im Grunde genommen auch. Ich habe einfach jahrzehntelang das getan, was man von mir verlangt hat und habe mich dadurch halt manchmal auch verleugnet. Und da erstmal so ein Stück weit hinzukommen und das zuzulassen, das ist ein Schritt. Und dann das Weitermachen und das Dranbleiben ist das Nächste. Und das ist so das, wo ich sage, ich sehe mich als Wegbegleiterin. Ich finde das immer eine schwierige Frage, denn es gibt so viel wundervolle Öle. Das ist phasenweise tatsächlich bei mir der Fall. Also was ich regelmäßig verwende, ist das PPP, Progressens Phytoplus. Das ist das Progesteronöl, was uns einfach ja in unserem Frausein unwahrscheinlich unterstützt. Also das gehört für mich immer dazu und ansonsten gucke ich einfach auch, also ich bin ein extrem intuitiver Mensch und greife einfach mal in meine Schatzkiste und nehme raus, was mich gerade im Grunde genommen so anspringt oder ich ziehe auch gerne mal eine Karte und lass mich da wirklich führen und wende es dann auch, wenn ich mich entschieden habe, über einen längeren Zeitraum an, um festzustellen, was verändert sich dadurch. Tiefe Dankbarkeit. Tiefe Dankbarkeit und ich bin auch stolz auf mich, muss ich echt sagen, dass ich mitgegangen bin, dass ich mich getraut habe, diesen Weg zu gehen, weil es ist ja nicht unbedingt so alltäglich und dort, wo ich jetzt gelandet bin, in dem Team der Glücksamazonen, also wir sind wirklich besonders. Wir sind ein wilder Haufen toller Frauen. Und jede bringt so ihre eigene Qualität mit rein und ich spüre da einfach eine unendliche Dankbarkeit und eine Liebe und eine Verbundenheit. Und ja, das ist ein Segen, ein ganz, ganz, ganz großer Segen. Also